Gibt es einen Influencer, den ihr unsympathisch findet? Wie oft in der Woche habt ihr Sex? Was war die schlimmste Lüge, die ihr euren Eltern je erzählt habt? Wer popelt am meisten? Was ist eure peinlichste Kack-Story? Alles Grüne. Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video! Oh, wisst ihr Bescheid. Ich bin heute, wie ihr seht, nicht alleine. Ich habe zwei süße Chickas bei mir. Und zwar einmal Caro. Muss ich mehr sagen? Nö. Und einmal Paula. Cool. Wie ihr bestimmt schon am Thumbnail gesehen habt. Habe ich es richtig ausgesprochen? Perfekt, perfekt. Geht es heute nur um blaues... Blau. Blaues Make-up. Das heißt, wir schminken uns jetzt komplett nur mit Produkten, die eine blaue Verpackung haben. Alles andere zählt nicht. Mhm. Und wir dachten, damit es noch so ein bisschen spiciger wird, machen wir für jeden Make-up-Step eine unangenehme Frage, die wir beantworten müssen. Ich habe euch dafür auf Instagram in meiner Story, könnt ihr gerne abchecken, schon nach unangenehmen Fragen gefragt. Und ihr habt echt fleißig schon Fragen gestellt. Deswegen können wir eigentlich direkt loslegen. Mit dem blauen Make-up. I miss you, miss me like you used to. Ich kenne es. I miss you, me like you used to, yeah, like you used to. Wir haben uns jetzt doch dafür entschieden, erst die Augen zu machen, weil blau schon eine sehr schwierige Farbe ist. Und wenn man dann so die Base oben hat und dann blauen Lidschatten runterbröselt, kann das ein bisschen messy aussehen. Genau. Deswegen werden wir jetzt erstmal unsere Augen primen. Und wir haben auch schon einige blaue Lidschattenpaletten. Und eine davon ist sogar besonders neu. Und zwar ist es diese hier. Ihr kennt euch damit besser aus. Avatar von dem neuen Film. Genau, in Zusammenarbeit mit Nyx Cosmetics. Genau. Und ich denke, wenn die eh neu ist, werden wir die einfach benutzen, oder? Mit wem hattest du das letzte Mal Sex? Mal überlegen. Mit Paula. Wir wollten doch nichts davon erzählen. Ja, ich glaube, das ist offensichtlich, oder? Langweilig. Ja, wir sind alle drei in einer Beziehung. Okay, ich habe geprimed, ich glaube, ihr auch, gell? Ja. Das heißt, wir können weitermachen mit der Palette. Ja. Okay, sollen wir einfach noch eine Frage machen, weil die Chat ein bisschen lang ist? Ja. Paula sucht eine aus. Was ist eure peinlichste Kack-Story? Wenn man die Frage nicht beantwortet, die unangenehme Frage, darf man den Make-up aber nicht machen. Ja, also ich habe auf mein Sofa gekackt. Das ist so random, das ist so geil. Aber nicht absichtlich. Du hast gewonnen. Aber das habe ich schon einige Male auf TikTok erzählt und es war weder absichtlich, also ich war krank, und es war ganz wenig. Also ich war mal mit der Klasse unterwegs nach Berlin im Zug in so einem ICE und ich hatte halt schon eh die ganze Zeit so Bauchkrummeln. Also ich wusste halt eh schon, dass ich so Durchfall habe so. Und dann habe ich so eine Freundin gebeten, halt mit mir auf die Zugtoilette zu gehen. Und ich hatte halt so Bauchschmerzen, dass ich mich halt irgendwie so schon gekrümmt hat und ich wollte mich halt auch nicht auf die Klobrille setzen, weil es halt immer ultra ekelhaft ist. Und dann war ich so in der Hocke und in dem Moment ist der Zug in so eine Kurve gefahren, mein Durchfall kam und ich bin so ein bisschen abgehebt und auf einmal ist der ganze Durchfall an die komplette Wand gewesen. Und es sah wirklich aus, als hätte da jemand so eine Durchfallbombe gezündet. Und davor waren halt Leute. Also die Leute haben halt gewartet, bis sie rein dürfen, weil ich halt so lange auf Klo war auch. Und es war mir so unangenehm. Jetzt Paula, deine? Ich habe mich mal angekackt. Da war ich so, wie alt war ich da? So 15. Da hatte ich so einen Boyfriend, keine Ahnung. Und weil da bin ich gerade von eben nach Hause gegangen, glaube ich. Und so am Weg dachte ich, ich muss furzen. Und es kam dann ein bisschen was mit, weil ich hatte Durchfall. Und dann hatte ich so richtig Panik und wusste nicht, was ich tun soll. Und dann bin ich wieder so zurück, bei ihm in die Tür rein und ins Klo, weil das war gleich daneben. Dann habe ich so eingeschlossen und es hat so gestunken. Und er hat die ganze Zeit dann so, weil ich war halt so voll lang weg und hat dann so gerüttelt an der Tür. Und so, was ist los? Was ist los? Oh nein. Und ich so, ich habe meine Tage bekommen. So unter Druck gesetzt noch, komm raus. Ja, es war ganz schlimm. Es war wirklich ganz schlimm. Ich habe gesagt, ich habe meine Tage bekommen, aber ich glaube, er hat es richtig gecheckt. Und dann habe ich bei mir von ihm meine Hose ausgebohrt. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich improvisiere einfach so ein bisschen. Okay, ich probiere das Ganze jetzt so ein bisschen zu verdunkeln. Caro sucht jetzt nochmal eine Frage raus. Yep. Was ist das schon für ein Lacher da? Da steht Caro, wenn du müsstest, mit wem würdest du schlafen? Wenn ich müsste? Ja, ich würde mit beiden schlafen, dann ist es ein fairer Deal. Mit uns beiden? Ja, können wir aber direkt einen Dreier machen. Ja, ich sag ja, bezieht sich ja auf... Ja, wenn schon, denn schon, oder? Auf euch zwei. Ja. Mit wem von beiden würde ich schlafen?
Dann mit beiden. Cut Creases sind so 2017. Excuse me? Ja, 2020. I'm Peppa Pig. Mit wem würden wir Sex haben? Star Edition. Du, Selena Gomez. Ja, klar. Also Selena Gomez, safe. Aber wenn wir es von männlichen Wesen sehen, dann Ian Somerhalder. Der war bei The Vampire Diaries schon 30. Echt? Ja. Und Elena war 21 oder so. Nein. Doch. Bei mir, ich glaube, ich bin ein bisschen langweilig. Ich glaube, bei mir ist es... Ich mag Harry Styles. Ich mag Cole Sprouse. Justin Bieber. Ja. Und Timothy. Timothy von Bibi. Achso. Ah. Und der ist auch ganz gut. So schauen jetzt unsere Augenlooks aus. Richtig schön, wie ich finde. Ihr habt das echt super gemacht. Jetzt geht es weiter mit Primer. Primer! Wir haben alle drei einen verschiedenen blauen Primer, oder? Genau. Ja. Wir haben einmal den The Hydrator Plump and Fresh Primer. Dann einmal Skin Booster von Physicians Formula. Und ich habe den Baby Skin Pore Minimizer von Maybelline. Das sieht aus wie Sperma. Guck mal, siehst du das? Und jetzt ins Gesicht. Sperma! Und eigentlich müssten wir jetzt auch eine Frage beantworten. Ah, ja. Wie oft in der Woche habt ihr Sex? Das ist so unterschiedlich irgendwie. Ich fange mal an. Es kommt halt bei mir unnormal drauf an, in welcher Zyklusphase ich bin tatsächlich. Also so, ich würde sagen, im Durchschnitt vielleicht so dreimal die Woche vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Der Primer fängt bei mir so langsam an, so ein bisschen klebrig zu werden, was ich aber immer ganz gerne mag. Ich habe das Gefühl, die Foundation hält dann besser. Ja, ja. Man ist gar nicht sticky. Dann ist mir so Pore, so ein Silikonmäßiger. Ja, er ist sehr, sehr samtig, fühlt sich meine Haut. Ja. Das heißt, wir machen weiter mit Foundation. 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 Wir haben hier zwei Stück. Einmal von Urban Decay, die haben wir sogar zweimal voll praktisch. Perfekt. Die Stay Naked Hydro Maniac Tinted Glow Hydrator Medium Cover Up to... Nein, Spaß. Es ist einfach diese blaue hier zwei von Urban Decay. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfoundations. Richtig, richtig, richtig gut. Und von Manhattan haben wir Clean and Free Make-up. Oh yeah. Heute ist die Devise, mehr ist mehr. Das ist immer meine Devise. Knallen wir drauf. Du musst ein richtiges Gemälde. Mhm. Übrigens benutze ich ja meinen eigenen Beauty Spa. Und ich benutze auch Isabels Beauty Spa. Wer popelt am meisten? Wir haben eine Popel Queen. Aber ich muss sagen, ich bin auch ein Popler. Das ist vielleicht auch ein bisschen ekelhaft. Aber mein Rotz ist eh halt immer hart. Oh mein Gott, was sind das? Können wir wieder über Sex reden? Und ich finde, da kann man halt sich nicht so gut schneuzen. Weißt du, ja, so meinst du? Manchmal tut der Popel auch weh. Ja. Also, wir haben einen Concealer. Und das ist dieser hier. Das ist der gleiche wie aus der... Wie die Foundation. Also, das ist dieselbe Reihe, gell? Ja. Und zwar ist es der Manhattan Clean and Free Concealer. Mhm. Ich gebe den mir einfach schon mal auf. Darf ich als erstes? Ja, mach. Was dachtet ihr euch, als euer Freund euch das erste Mal geküsst hat? Fandet ihr den Kuss schlecht? So lange her. Bei mir nicht. Also das war damals tatsächlich in der Disco. In der Disco? Ja. Das jemand hat ja noch nie eine Freundin vor mir gehabt und hat ja auch noch nie eine geküsst davor. Oh, echt? Ja, auch noch nie mit einer geschlafen und so. Deswegen war es vielleicht ein bisschen schüchtern. Unser Kuss war... echt schön. Also, das war auch beim Feiern, tatsächlich. Auch beim Feiern? Ja. Ja. Einfach rumgeknutscht. Einfach rumgeknutscht. Knutschen macht glücklich. Und dann sind wir voneinander kleben geblieben. Paula, wie war es bei dir um Sebi? Bei uns war es, glaube ich. Ich glaube, wir waren in einem Bett. Hallo, wie beim Feiern auch? Oder in welchem Bett schieben wir da rum? Wir haben bei seiner Cousine, die hat so eine Poolparty gemacht. Und dann haben wir alle zusammen halt so übernachtet bei ihr. Und ich bin neben ihm gelegen. Und dann so am nächsten Tag war es so irgendwie so voll awkward, weil ich bin so aufgewacht und er ist schon so aufgestanden. Und dann habe ich mich nicht getraut runterzufahren. Oh nein! Boah, das fühle ich so! Weil das war so voll komisch. Ihr wisst schon, so, zuerst so am Abend ist man so voll mutig und in der Früh ist es so... Wart ihr betrunken? Nein, eh nicht. Oder vielleicht, also auf jeden Fall nicht. Nein, ich glaube nicht. Seid ihr bereit für Puder? Puder! Wir haben hier zwei Stück. Einmal von Gosh. Das ist, glaube ich, so eine österreichische Marke, weil bei uns gibt es die nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es die bei euch nicht. Nee, bei uns gibt es die nicht. Und einmal von Alverde. Das Alverde-Puder sieht irgendwie nicht so cool aus. Deswegen nehme ich das von Gosh. Und das ist blau, weil hier hat es einen blauen Streifen und es zählt. Okay, dann schaue ich mal nach einer Frage. Was war die schlimmste Lüge, die ihr euren Eltern je erzählt habt? Das ist eine gute Frage. Unsere Eltern. Boah, okay, meine armen Eltern. Ich meine, mein Papa wird das Video sicher sehen, das heißt... Echt?
Alles Mögliche, oder? Also, wie oft kriegst du deine Eltern an? Durchgehend. Ich weiß auch nicht, wo die 20 Euro hin sind. Und du, Caro? Also ich weiß nicht, meine Eltern haben immer so diese Vertrauenskarte gespielt. Ich glaube, dass ich meine Eltern nie ganz heftig angelogen habe. Ich habe mich nicht mal weglaufen getraut oder so. Aha. Und ich weiß nicht, wir haben da immer so ein super enges Verhältnis bis jetzt und deswegen war das nie. Ich habe nie lügen müssen. Also, wenn Eltern hier zuschauen, wenn eure Kinder sagen, sie sind bei Freunden und schlafen übernachten. Die hocken irgendwo voll dicht mit irgendwelchen knutschenden Jungs oder Mädels rum. Okay, machen wir weiter jetzt mit Bronzer. Haben wir leider nicht. Also, Bronzer müssen wir leider weglassen, weil wir haben echt keinen blauen Bronzer gefunden. Nö. Aber wir haben Blush und das ist ja eh das Wichtigste ever. Ja. Und zwar auch von dieser Avatar-Kollektion. Die sieht echt richtig schön aus. Oh, ich hab schon ein bisschen ramponiert. Ich hab die bisschen zerstört. Und hier gibt es irgendwie voll interessante Farben. Also eh so ein Peach irgendwie ein bisschen, gell? So ein Rosa, so ein dunkles Rosa und dann hier ein Gelb. Habt ihr schon mal einen Sextraum gehabt? Ja. Einen feuchten auch. Traum? Ja. Also Paula, erzähl uns von deinem feuchten Traum. Also, ich habe manchmal auch so von Schauspielern, ich weiß auch nicht warum so. Justin Bieber war sicher schon mal dabei. Ich hatte einfach mal einen von einem TikToker. Aber ich kann es nicht sagen. Ja, ich kann es euch nur so sagen. Ja. Okay, sehr schön. Wir können nur deine Reaktion zeigen. Okay. Ich weiß auch nicht warum. So richtig. Es war schon komisch, ich bin so aufgewacht und dann hatte ich so ein komisches Gefühl irgendwie, so wo ich das nächste Mal gesehen habe. Also ich kann euch eine Sache sagen, ihr wollt das nicht wissen. Okay, als nächstes muss Caro eine Frage raussuchen. Für den Highlighter. Jetzt kommt Highlighter, Highlighter, Highlighter. Habt ihr mal etwas geklaut? Tacos! Also ich muss sagen, in meiner Jugend habe ich extrem viel geklaut bei H&M und DM und Müller und so. Und in einigen Filialen habe ich sogar lebenslänglich Hausverbot. In welche? Kann ich nicht sagen. Wann habt ihr geklaut? Habt ihr schon mal geklaut? Ich einmal als Kind, ich war glaube ich entweder war ich ganz frisch in der Volksschule oder im Kindergarten sogar noch. Und da, wo ich groß geworden bin, in dem Haus war eine Biper, das ist sowas wie Rossmann oder DM in Deutschland. Und das war halt, wie gesagt, in dem Haus von meinen Großeltern diese Filiale und ich bin dort zum Ohrringständer und habe da ein paar Ohrringe so toll gefunden. Und meine Mama hat gesagt, sie kauft mir nicht, weil dieses Ohrringset nur mehr aus einem Ohrring bestanden hat, weil irgendwer andere den zweiten schon gestohlen hat. Ja, und dann habe ich das nicht eingesehen und habe ihn eingesteckt. Also ich würde sagen, Wimperntusche machen wir jetzt und Lashes kleben wir ohne die Kamera auf, ja, aber wir haben diese hier. Ja, das seht ihr schon, das sind wirklich blau. Die sind blau, genau. Die kleben wir auf, aber das ist alles immer extrem unspektakulär, deswegen machen wir jetzt erstmal hier Mascara, danach Lashes, genau. Und Mascara ist aber auch blau bei uns, genau, oder? Mascara ist natürlich auch blau. Wir haben ganz viele blaue Mascaren, die zeige ich euch jetzt nicht alle. Also ich nehme diese hier. Ich nehme diese hier von MAC. Und ich nehme den Lash Changer ebenfalls von Catrice. Oh, okay. Gibt es einen Influencer, den ihr unsympathisch findet? Also ich hasse jetzt keinen Influencer oder so, aber unsympathisch finde ich diese ganze Netflix-Gang. Dieses Drama irgendwie, um irgendwie Klicks zu generieren, das finde ich halt sau schwierig irgendwie. Und wenn man dann irgendwie noch, keine Ahnung, eine Religion dafür ausnutzt oder irgendwie eine Schwangerschaft vortäuscht, das alles finde ich halt extrem schwierig. Generell Lügen. Ja, genau, so Lügen oder irgendwie... Keine Ahnung. Das geht gar nicht. Also die Leute denken halt irgendwie, die Zuschauer sind dumm, aber die Zuschauer sind halt meistens nicht dumm und checken halt ganz genau, dass es halt Schmarrn ist, was sie da labern. Das finde ich halt sehr schwierig. Deswegen diese ganze Netflix-Clique da ist für mich nicht so der Vibe. Ich finde auch Schwangerschaften für Promo zu benutzen sehr, sehr schwierig. Vor allem wo man halt drüber nachdenkt, ist das, was ich vermitteln will, um erfolgreich zu werden. Man könnte halt auch einfach mit Talent oder keine Ahnung. Mit Fleiß Arbeit, erfolgreich werden und nicht mit irgendwelchen Lügen, die andere kränken. Und nochmal. Auf jeden Fall. Also ich verfolge das TikTok-Drama manchmal gar nicht so sehr, aber wenn ich dann was mitbekomme, ich finde das so, also manchmal schon so abartig, irgendwie was Leute dafür tun, um Klicks zu bekommen, dass ich mir das gar nicht anschaue, weil mich das so wütend macht. Ja, unnormal und es ist einfach maximal unangenehm. Ich meine, ich bin in manchen TikTok
TikTok schon echt unangenehm und so ein bisschen cringe. Aber ich finde halt, das ist halt nochmal deutlich was anderes, als irgendwas vorzutäuschen. Ja, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Und solche Leute an sich sind mir einfach unsympathisch. Jetzt gibt es einen kleinen Cut und wir tragen Lashes auf und wir sehen uns gleich wieder. Und fertig sind die Lashes. Woo. Sieht so gut aus, oder? Ja. Die sehen so snatched aus. Und jetzt kommt auch schon der zweitletzte Step und zwar Lippen. Und hier haben wir auch wieder eine echt große Auswahl. Mhm. Alles ist wieder von der... Ah, nee, das nicht. Das ist von She Glam. Und sonst ist, glaube ich, alles wieder von der Avatar Collection. Wir haben hier einmal zwei Lippenstifte. Dann haben wir einmal zwei Lipglosse. Die schauen auch richtig nice aus. Irgendwie voll fancy. Ja. Alles natürlich in Blau. Und ihr dürft jetzt entscheiden, was wollt ihr nehmen? Ich möchte gern den pinken Lippenstift und den hier. Also ich möchte es kombinieren. Ja, das sieht bestimmt so krass aus. Also ich glaube, ich würde auch den nehmen. Die Lippen sind sehr dunkel, aber irgendwie cool. Ich liebe dunkle Lippen. Das kann so geil. An mir, ich sehe dann immer so aus wie so eine Hexe. Wie viel gibt ihr im Monat für Make-up aus? Geht. Ich glaube, es sind vielleicht so durchschnittlich so 150 Euro vielleicht. Aber man darf halt nicht vergessen, das ist halt unser Beruf. Also wir machen das jeden Tag für YouTube-Videos oder sonst irgendwas. Deswegen. Ich glaube, sonst würden wir wahrscheinlich gar nichts mehr ausgeben, weil wir haben echt genug Make-up, aber halt eben für unseren Content. Genau. Es gibt halt, glaube ich, Monate, wo es 500 Euro sind, Halloween. Und dann andere Monate, wo es vielleicht einmal nur 20 oder so. Genau, es kommt extrem drauf an. Oder ob eine coole Kollektion launcht oder so. Okay, dann würde ich sagen, letzter Step. Und zwar Setting Spray. Da haben wir auch mehrere. Oh yeah, cool. Ja, kann jeder eins nehmen. Wir haben einmal eins von Real Techniques. Ich wusste gar nicht, dass sie ein Setting Spray haben. Dann haben wir eins von Catrice und zwar das Clean ID. Und zuletzt auch aus der Kollektion von Avatar. Das ist jetzt auch das letzte Produkt. Und zwar dieses Setting Spray hier. Das ist voll cooles Packaging, oder? Ja, das ist voll cool. Das passt auch so mit Wasser und so. Das muss trocknen jetzt, Leute. Boah, was war so, das? So, dann kannst du dann die letzte Frage aussuchen. Letzte Frage. Habt ihr 6 Spielzeug? Ja. Ja. Ich spiele ja gern. Ja, wir spielen gern. Ich glaube, wir mögen gern 6. Das ist wirklich ein bisschen unangenehm. Okay, ich bin gerade innerlich gestorben. Also, ja, ich glaube, es ist einfach ganz normal, dass man vielleicht. Ich finde, das ein paar so ein Tabuthema. Es wirkt immer gleich so, als wäre es so voll extrem, aber ich finde, das ist voll normal. Also, das heißt ja nicht, dass man sich irgendwie ans Bett fesselt und quälen lässt oder so. Aber wenn man das liebt, auch. Auf jeden Fall, wenn man halt damit einverstanden ist und so, passt es ja eher. Aber so ein paar Spielzeuge hat, glaube ich, jedes Pärchen. Und auch jede alleinstehende Person. Besonders als Frau ist es vielleicht manchmal ein bisschen hilfreich. Hilfreich. Okay, ich würde sagen, es wird jetzt so ein bisschen zu intim. Ja. Deswegen sind wir jetzt hier am Ende. Ja. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch unsere Looks gefallen und wie euch das blaue Make-up gefallen hat. Vergesst nicht, diesen Kanal super gerne zu abonnieren und zu supporten. Das heißt, einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr uns in dieser Kombination liebt. Etwas zu schreiben, welche Farbe soll ich als nächstes machen? Vielleicht grün oder rot? Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Baba.